So, das ist bei Dark Souls 2. Weiter geht's. Diesmal wieder alleine. Wir stehen am riesengroßen Kingsgate im Drangleic Castle. Und Leute, das ist der Endspurt. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir den Curse-Bite-Ring mittlerweile auch noch gekauft. Oh, hey Baby. Na, dich habe ich ja ganz vergessen. Schicke Frisur. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name. For I was born with a nun. I was born of dragons, contrived by men, by ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me, but they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Perfektes Stichwort, genauso habe ich mir es auch vorgestellt. Einfach die Alte mal klatschen gehen. Das muss ein komischer Rudelbums gewesen sein, als Emerald Herald gezeugt wurde. Ist auch nicht am Drachen-Tandems gemacht, all die gute Scheiße. Ja, halb Mensch, halb Drache sozusagen. Das sind Bilder in meinem Kopf, die werde ich wahrscheinlich nie wieder loskriegen. Kann ich so viel Bleiche saufen, wie ich will, das funktioniert nicht. Vorher fange ich an, Lindenstraße zu gucken. Oh Gott. Das ist der Weg zum letzten Fallgate und ich muss sagen, ich finde den Weg mittlerweile eigentlich ganz cool. Also die ersten paar Mal fand ich es eigentlich echt dämlich, hier einfach nur durchzulatschen und dachte mir, es ist echt sinnfrei. Das hätten sie irgendwie ein bisschen abkürzen können und noch ein bisschen interessanter gestalten können. Aber je öfter ich hier durchkomme, desto cooler finde ich es eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier dieser Weg, den man alleine bestreitet, nachdem man all diese Bosse besiegt hat, all diese Gegner geklatscht hat, die ganzen Seelen, die man verloren hat. Außer man macht einen No-Death-Run, dann Respekt. No-Death-Runs sind nicht easy. Ich habe in Dark Souls 2 noch keinen gemacht. Dark Souls 1 habe ich ihn versucht. Und bin dann so ein klein wenig gescheitert und ich nehme hier auch die NPCs mit. Head of Vengal, der kriegt auch seine Chance, sich einmal von seiner guten Seite zu zeigen. Diesmal mit Kopf sogar. Und dann auch noch Bernhard of Hugo. Diesmal kämpfen wir auf einer Seite, auch nicht schlecht. Es geht. Deinem gefakten Moonlight Greatsword. Es ist nicht das Originale. Es ist nicht das Originale. Es macht keinen Sinn, ihn zu töten für dieses Schwert. Weil es nicht so geil ist. Throne Watcher und Throne Defender. Zuallererst müssen wir natürlich erstmal die Aufpasser ausschalten. Shit. Okay. Moment. So habe ich nicht gewettet. So, haltet mal ganz kurz. Genau, so. Ein bisschen Zeit. Dann passt das schon. Wie gesagt, hier hat man im Prinzip zwei Bosse direkt nacheinander. Fuck, was ist eigentlich dein Problem? Warum tust du denn sowas? Ich habe mir jetzt einfach mal die NPCs mitgenommen. Einfach nur, weil es mehrere Gegner sind. Wenn es wirklich jetzt nur der Endboss gewesen wäre. Nur Nashandra. Hätte ich es wahrscheinlich allein versucht. Aber diese fucking Throne Watcher und Throne Defender, die machen mir manchmal Probleme. Es ist ein mieser Kampf. Hey, hier bin ich. Was zur Hölle? Wie ist das Interesse an mir verliert? Sobald ich am Chuggen bin, verzieht sie sich einfach mal. Denkt sich, nope. Oh, voll in den Hintern, Mann. Das kann sich nicht gut anfühlen. Ganz ehrlich. Auch nicht von den zwei Händen, oh mein Gott. Das muss er nochmal durchhalten nach all den Gegnern, die er schon durchschnitten hat. Sollten die beiden hier auch kein großes Problem mehr darstellen. Fuck you! Erstmal ein bisschen dein Gewand beschmutzen. Du bist mir eh ein bisschen zu schick angezogen für den Todeskampf, ganz ehrlich. Gehst du auf deine Abschlussfeier oder willst du mit mir kämpfen? Wie sie mitten im Kampf ihr Schwert bufft. Und ist ja nicht mal peinlich. Guck sie dir an. Ja, mach ich mir so. So roll ich halt. Du rollst nur noch einmal und zwar in deinen Sarg. Oh shit, das war's für Vengal. Aber Bernhard, Mann. Ich weiß übrigens, dass er Bernhard heißt. Eigentlich, ihr müsst nicht ausrasten in den Comments. Aber ich nenne ihn Bernhard. Das ist mein Bernhard mit dem gefakten Schwert. Er weiß es nur noch nicht. Deswegen, wir lassen ihn noch ein bisschen in der Hoffnung. Der Typ hat eine Tonne HP, das ist echt der Wahnsinn. Also wenn ihr schon mal jemanden invaded habt und der hatte Bernhard dabei, dann wisst ihr, was ich meine. Ihr könnt da drauf einhacken, das interessiert ihn nicht. Der hat mal zwei komplette Paletten Lifegems geschluckt, weil er dachte, es wären Weingummis. Das erklärt einiges. Haben wir uns mal die beiden zerstören können. Und ich würde jetzt erstmal hier den Ring wechseln, denn wie gesagt, Cursebite. Curse ist angesagt. Es geht auch direkt weiter. Ich
muss sagen, sie flasht mich nicht so wirklich vom Gegnerdesign. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Ich habe beim ersten Mal ein bisschen mehr erwartet, als ich dann hier angekommen bin. Nein. Selbst wenn ihr Kekse habt, sorry, ich pass. Ist schon okay. Wollen wir mal, ab dafür. Was kommt jetzt? Oh, ihre Curse Orbs erstmal. Wie der Name schon sagt, Cursen sein. Goddammit. Goddammit, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt mal kurz wieder raus. Die kann man zerschlagen, wenn man trifft und nicht wie ein Vollidiot daneben segelt, wie ich gerade eben. Oh, shit, Bernhard, echt jetzt? Ganz ehrlich, eigentlich ist es mir auch scheißegal, ob ich gecursed werde. Es macht keinen großen Unterschied. Wie gesagt, es ist nicht so krass wie im ersten Teil. Bernhard ist vanquished. Okay, dann muss ich jetzt auch die Konfrontation einfach mal suchen. Aber er hat ihr schon ein bisschen was an HP gezogen. Oh, shit. Okay, der tat weh. Der tat weh. Das machen wir nicht nochmal. Bitte. Okay, der Strahl ist auf jeden Fall immer ganz gut zum Angreifen, denn wenn man nah dran ist, ist es sowas von kein Problem, einfach drunter zu rollen. Ich weiß nicht, ob sie da so gut drüber nachgedacht hat, wo sie sich das ausgesucht hat. So, ich mache jetzt mal diesen Strahl. Bin zwar 25 Meter größer als das, was ich bekämpfe, aber wird schon klappen. Ist vergleichbar, wie wenn ein Leuchtturm versuchen würde, euch auf die Schnauze zu hauen. Warum auch immer, ihr habt irgendwas gemacht, ihr habt den Leuchtturm verärgert und er sagt sich, Alter, du kriegst auf die Schnauze. So ist dieser Strahl, verdammte Scheiße. Du bist zu groß, hör auf damit, deine Hände sind riesig. Ich habe den Joke komplett vergessen, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ist wie auch schon im DLC angesprochen, sehr, sehr ähnlich wie Elana. Oh, shit. Bitte nicht darunter. Bitte nicht darunter. Das wäre blöd. Das Ding allein kann ich aushalten. Tut zwar weh, aber mein Gott. Ein bisschen pusten. Pflaster mit einem kleinen Dinosaurier draufkleben und dann ist es schon in Ordnung. Alles wird vergessen. Dann sitzt ihr abends mit warmer Schokolade vorm Fernseher und weiß gar nicht mehr, was so schlimm war. Erinnert euch noch dran, wo es so einfach war in der Grundschule? Gut, ich glaube nicht, gegen die Königin der Verdammten kämpfen müsste. Mit einer riesengroßen Sichel. Die ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Keith Richards und Michael Jackson. Da wird, glaube ich, Kakao auch nicht mehr arg viel helfen dann am Ende vom Tag. Zack, aber der Zweihänder hält sich auf jeden Fall gut. Einmal Repair Powder drüber gehauen. Und das ist schon in Ordnung so. Ja, sie ist eben sehr, sehr langsam, wenn sie mit der Sichel zuschlägt. Von dem her, da mache ich mir keine so großen Sorgen. Deswegen habe ich deine Curse-Dinger da. Fuck you, Nashandra. Ganz einfach. Victory achieved. Wie gesagt, ein bisschen unspektakulär, meiner Meinung nach, für den Endboss von Dark Souls 2. Wenn man überlegt, was wir da im ersten Teil hatten. Das war dann schon um einiges cooler. Aber okay, das war Nashandra. Wie angekündigt, habe ich ihr auf die Schnauze gegeben. Ich habe euch doch hoffentlich nicht enttäuscht. Als meiner hat mir auch gute Dienste erwiesen. Auch wenn er, wie gesagt, im zweiten Teil ein bisschen wabbliger ist als im ersten Teil. Wenn man nicht mehr so mächtig ist, was ich extrem schade finde. Letztendlich ist es doch auf jeden Fall genau die richtige Waffe für mich in dem Durchlauf gewesen, finde ich. Und jetzt warten wir mal auf unsere freundlichen Giganten. Ich würde mich so dumm fühlen, wenn ich ein Arschloch als Gesicht hätte. Aber gut. Ihr macht das schon. Ihr habt's voll drauf. Auch solche Leute brauchen Arbeit. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Das ist unser Thron, Mann. Wir haben lang gekämpft für den großen Stein. Great Sovereign, take your throne.
bleibt mir andere Wahl. Da haben sich viele wahrscheinlich auch schon mehr in dieser Kammer erwartet als einen Steinthron. Aber okay. Nicht jeder kann von sich behaupten, einen riesengroßen Steinthron zu haben. What lies ahead, only you can see. Herzlichen Glückwunsch, du hast all das auf dich genommen, um allein und verbittert in deiner eigenen Scheiße auf einem Steinthron zu sterben. Ladies and Gentlemen, das war Dark Souls 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zocken. Ja, Dark Souls 2, wunderbares Spiel von From Software. Leider nicht so ganz der Kracher wie der erste Teil, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich halte an meiner Meinung fest, ich finde den ersten Teil immer noch besser. Der war einfach epischer, größer. Ich weiß nicht, nicht nur, dass er zwei Hände schlechter ist. Es gab noch so ein paar Sachen, die sie jetzt ein bisschen verschlimmbessert haben im Vergleich zum ersten Teil. Aber okay, Team B hat es versucht und haben es auch zum großen Teil hinbekommen. Wie gesagt, ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Kann ich nur jedem empfehlen, selber mal den Controller in die Hand zu nehmen und zu spüren, wie es einfach ist, mit so vielen Seelen irgendwann drauf zu gehen oder invaded zu werden an einer extrem dummen Stelle. Also man hat auf jeden Fall seinen Spaß in dem Spiel. Das war Dark Souls 2. Danke für die Kommentare, für die Likes. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play auch dabei. Bloodborne kommt ja auch Anfang 2015 raus. Freue ich mich auch extrem drauf. Bin mal gespannt, was sie daraus machen. Soll er, wenn dann, mehr in die Demon's Souls Richtung gehen. Was auch noch auf meiner Liste steht. Also das wird auch noch irgendwann in der Zukunft kommen. Wie gesagt, freut euch schon mal auf Bloodborne. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie daraus dann letztendlich machen. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer ich bin Beta. Bis dahin. Haut rein!